Guten Abend, buenas noches, buenas tardes. Heute begrüße ich hier die österreichische Schriftstellerin Marlene Schachinger, eine Autorin mit uferloser Vielseitigkeit. In den 70er Jahren in Oberösterreich geboren, aufgewachsen, studierte Germanistik, Romanistik und Ästhetik in Wien und Paris, lebte einige Jahre in Paris, kehrte 96 zurück und begann im Buchhandel zu arbeiten, was sie nach 2 Jahren aufgab, um nur noch als freiberufliche Autorin tätig zu sein. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über Simone de Beauvoir und ihre Doktorarbeit mit dem Titel Werdegang, 2014 veröffentlicht, zu dem Thema Lehr- und Lernbarkeit literarischen Schreibens, Schreibstudiengänge gegenüber dem autodidaktischen Weg. Seit 2011 ist Marlene Schachinger Co-Leiterin des Institutes für narrative Kunst in Niederösterreich, unterrichtet literarisches Schreiben und Literaturrezeption und lehrt auch an der Wiener Universität. Sie setzt sich stark mit der Theorie des Schreibens und mit feministischer Literaturgeschichte auseinander und in einer Forschungsakademie NOE arbeitet sie an der Entwicklung der Fachdidaktik, Lehrpädagogik und bietet Lehrgänge an. Sie wohnt heute in La an der österreichisch-tschechischen Grenze, 1,5 Stunden von Wien entfernt, weit genug weg von der Großstadt und nah genug, um in Wien noch arbeiten zu können. Die Liste der Literaturpreise ist unendlich. Für Jugend- und Kinderliteratur der Lise-Meitner-Literaturpreis, Förderpreis, Floriana-Literaturförderpreis, Anerkennungspreis. Eine lange Liste. Und auf dieser Liste mischen sich dann auch alle Arten von Stipendien für Drehbuch, für Wissenschaftsförderung, Frauen, Aufenthalt in verschiedenen Orten wie Paliano, Gmunden, Krumlov und andere Aufgaben wie Wiener Autoren, Wissenschaft, Forschung, Theodor Körner, Fonds für Geistes- und Kulturwissenschaften. Es ist eine Auszeichnung, die Liste endet nicht. Und 2015 bekam die Autorin von der Gruppe, die sich Mörderische Schwestern nennt, ein Arbeitsstipendium mit der Auflage, einen Kriminalroman zu schreiben. Wie kann man nun die Vielschichtigkeit, die einzelnen Facetten dieser Autorin beschreiben? Ein Kollege von Marlene Gauss meint, dass sich mindestens 5 Autorinnen unter dem Pseudonym Marlene Schachinger zusammentun. Eine feministische Intellektuelle und Kämpferin. Eine wahre Gelehrte, die sich für fast alles interessiert. Eine fleißige und kollegiale Anthologistin, die jedes Jahr einen Sammelband herausgibt. Eine Autorin, die Biografien, Sachbücher, Studien, Essays, Kurzgeschichten veröffentlicht, zum Beispiel in diesem Jahr ihre Schrift zu Betty Paoli, Lyrikerin und Journalistin im 19. Jahrhundert. Keine Biografie oder Würdigung, sondern eine analytisch-literarische Auseinandersetzung mit der Dichterin, mit dem Schreiben als Beruf und Berufung. Oder ihr Sachbuch Wien,
Stadt der Frauen, eine Reiseführerin, ein Spaziergang, welche man im Unterricht einsetzen kann oder auch als Vorbereitung für eine Reise nach Wien. Oder ihre Essays zum Flüchtlingsthema, in Österreich eine nicht leichte Aufgabe, oder mit dem Titel »Wenn Angst tötet« zu den Attentaten in Paris im Januar 2016. Und eine fünfte Person, die Romane schreibt, in denen sich alle fünf Frauen regelmäßig treffen und bestens miteinander auskommen. In diesem September ist ihr neuester Roman »Martini loben« erschienen, ein literarischer Thriller über Flüchtlingspolitik, neue Rechte, eine unsichere Gegenwart und die drohende Vergangenheit, Fragen, die uns alle heute beschäftigen. Vielleicht hören wir ein wenig mehr von ihr über dieses neue Buch. Hier ein paar Pinselstriche auf ihrem Bild. Sie ist ungewöhnlich fleißig, produktiv, breit, weit denkend. Kein Thema wird umgangen. Sie gibt Denkanregungen, entwirft Gegenentwürfe und legt auch gern mal den Finger in die Wunde. Hier eine Auswahl ihrer Veröffentlichungen. 2001 ihr erster Roman »Morgen vielleicht«, ein Mutmachbuch. Es ist muy difícil traducir. 2004 Störungen, Kurzgeschichten. 2006 die Unschuld Verlust, ein Krimi mit ungewöhnlich komischen Situationen. Dann eine Biografie Hertha Firnberg, eine österreichische Politikerin und die erste sozialdemokratische Ministerin. Oder das Buch Leben über Homosexualität in der nationalsozialistischen Zeit und das Totschweigen der Geschehnisse. Denn ihre Werke folgen ihnen nach. 2013 über Schreibstudiengänge, Literaturbetrieb, literarisches Spiel zwischen Wirklichkeit und Fiktion. Und ihr im letzten Jahr herausgekommenes Buch Albors Asche. Es ist kein Buch, übersetzt von Marlene Schachinger. Eine Geschichte wie ein böses Märchen, brutal und unbelehrbar, aber auch voller Lebenskraft und Widerstand, im magischen Realismus zu verorten, sagte sie in einem Interview. Und was macht diese Frau in dem Institut für narrative Kunst? Sie leitet mithilfe anderen kulturschaffenden Gruppen an, um mit Worten zu spielen und das Schreiben zu üben, wie das schon lange in den USA praktiziert wird. Sie mag gern in Schulen arbeiten, denn sie hält die Beschäftigung mit Kindern, Jugendlichen für besonders wichtig. Im Sommer wurde zum Beispiel eine Schreibwerkstatt für Jugendliche angeboten zu dem Thema Entwickeln, Fabulieren, Erzählen, Schreiben. In der Arbeit mit jungen Autorinnen sieht sie eine wichtige Aufgabe, die heute wie früher Hindernisse überwinden müssen, die andere sind als die der männlichen Kollegen. Sie bietet Lehrgänge, Module, Wochenendblöcke für Lesezirkel, literarische Salon in Lektüre und Kritik, Literatur und Geschichte an. Und wo unterrichtet Marlene Schachinger? Sie sucht inspirierende Räume, etwas Besonderes, eine Kapelle, eine Ruine, ein Theater, ein Dorfzentrum oder die ehemalige Alpenmilchzentrale in Wien.
da sie ihre Arbeit nicht nur im Schreiben sieht, sondern auch im Sprechen und Filmen, in der Videotechnik bis hin zum Schauspiel, Soundcollage oder Sprechtechnik. Und zu ihrer Person, welche Eigenschaften sie sich zuschreiben würde, fragte man sie vor einem Jahr in einem Interview in der Leipziger Buchmesse. Und sie antwortete: Spaß am Schabernack, fabulieren, sehr schüchtern, wagemutig und eigensinnig. Was würden Sie heute dazu sagen? Ja, ich würde sagen, das stimmt schon. Das Schüchtern auf jeden Fall, auch wenn man das mit vielleicht auf den ersten Blick nicht ansehen mag, aber das ist schon korrekt. Aber es hat sich gebessert. Jetzt das Wort für Sie. Hi. Buenas tardes o buenas noches, no sé. Yo hablo solamente un poco español, lo siento. No es posible para mí de hacer esta lectura en español, pero en alemán. Espero que yo no hablo tan rápido, tanto rápido, ¿cómo se llama? Yo no sé. Okay. Und ich möchte vorab noch sagen, nach dem Vortrag würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich habe hier auch wunderbar die Kopfhörer liegen. Also wenn ich was nicht verstehen sollte, hilft man mir mit Übersetzung aus. Weil ich glaube, dass dieses Gespräch einfach auch sehr wichtig ist. Es soll ja nicht ein Vortrag sein, den ich von hier oben nach da unten halte. Das wäre langweilig. Ja, ich wurde ersucht, im Rahmen eines Vortrags meine Poetik, mein Werk und meine persönliche Vision literarischer Schöpfung darzulegen. Auf den ersten Blick dünkt es, nichts sei leichter als das. Auf den zweiten hingegen zerfranst sich der rote Faden, den ich in der Hand zu halten meine. Zerfasert sich in einzelne Stränge, die nunmehr nebeneinander am Tisch liegen. Sie ziehen Schleifen, ufern aus und führen doch alle wieder zurück, verharren in einer Parallele, bevor sie erneut aufbrechen. 8 Romane, 2 Bände mit Erzählungen, 3 Sachbücher. 4 herausgegebene Anthologien, zahllose Kurzgeschichten und Essays, verstreut in nationalen und internationalen Medien, 20 Jahre Arbeit. 17 davon als freiberufliche Literatin, 17 als Dozentin für literarisches Schreiben. Ich vermerke dies nicht, um Sie zu beeindrucken, ja, nicht einmal, um mich Ihnen vorzustellen, das wurde ja schon von meiner Kollegin vorgenommen, sondern vielmehr nehme ich an, dass Sie hier sitzen, haben Sie sich ohne dies vorab informiert, ob dieser Vortrag denn Ihr Interesse lohne oder nicht. Nein, ich sage es, um mich selbst zu überzeugen, dass diese Publikationsliste ein Sprechen über Poetik legitimiert. Erstens. Zweitens bedarf es einer allmählichen Annäherung an den hierfür erforderlichen rückwärtsgewandten Blick. Drittens eine Lösung des Problems, wie 20 Jahre und die Frage, was bewegte und entstand während dieser Zeit, irgend unter einen Hut zu bringen wäre, die den zeitlichen Rahmen nicht sprengt. Was bitte? Machen Sie hier. Vor vielen Jahren, 2003 um genau zu sein, freute ich mich zur Teilnahme an der sogenannten Häschenschule ausgewählt worden zu sein. Diese findet in Form von Tutoriumsgesprächen
im Vorfeld des wichtigsten österreichischen Literaturpreises, der Tage der deutschsprachigen Literatur, vulgo nach wie vor Bachmann-Preis genannt, nach der Literatin Ingeborg Bachmann, im Süden Österreichs, statt. Aus alljährlich einigen hundert Einsendungen aus dem deutschsprachigen Raum werden eine Handvoll hoffnungsfroher Kandidaten und Kandidatinnen ausgewählt, denen man zutraut, dass sie fürderhin in der Literaturszene reüssieren könnten. Teil dieser Auszeichnung ist auch ein kostenfreier Besuch des Duells der Großen vor Publikum, tausendfach vervielfältigt durch das Auge der Fernsehkameras. Mein erstes Tutoriumsgespräch. Ich betrat den Raum, setzte mich. Meinen Text zur Besprechung hastig auf der Tischplatte ablegend, auf dass die mir gegenüber sitzende Autorin nicht bemerke, dass mir die Hand zittere. Sie blätterte in ihrer Kopie gleichsam auf dem Tisch liegend, schloss ihr Exemplar mit Nachdruck, sah hoch mich an und sagte: Marlene Schachinger, Sie sind eine etablierte Literatin. Was bitte machen Sie hier? Unter all den Anfängern, in der Häschenschule. Abends gab ich diese Losung am Telefon nach Hause durch. Bei meiner Rückkehr hatten meine Freunde sie mir über den Schreibtisch gepinnt, auf dass ich nie mehr vergessen solle, wie mein Innen- und Außenblick differiere. Doch nicht nur diese Stütze meiner Wirbel gab mir jene Literatin mit auf den Weg. Als ich sie allen Mut zusammennehmend und durchaus mit Chuzpe fragte, Gesetz des Falles, es sei so und man könne mich etabliert nennen, würde sie denn solches über sich selbst sagen? Und Eleonore Frey, das ist in Österreich eine sehr, sehr bekannte Schweizer Kollegin, hatte die innere Größe zu antworten, nein, auch sie selbst müsse sich jedes Mal aufs Neue ermahnen, ihr Schreiben so zu sehen, jenseits aller inneren Zweifel und Konflikte. Warum ich Ihnen das erzähle? Einerseits, weil es ein Flutlicht auf unsere Arbeit wirft, es zudem in unserer Lebenssituation innerhalb der Gesellschaft sowie der Literaturszene, insbesondere als Frau, begründet liegt. Durchaus auch mit dementsprechenden beruflichen Konsequenzen, mit privaten Konsequenzen. Und es andererseits auch mit der Schreibmotivation zusammenhängt. Es zudem, nein, alles der Reihe nach. Immer wieder anfangen. Mir ist jedes Werk das erste. Nicht nur, weil jeder Roman neu begonnen zu werden hat, sein eigenes Erzähluniversum etabliert werden muss, sein Klangraum, sein Ton gesucht, sein Figureninventar gefunden, sondern auch, weil jeder mit einer Emotion beginnt, Leidenschaft. Aus dem Ideenkeim, der geprüft wird, entwickelt sich allmählich das Faszinosum. Im Stillen, im Schweigen, im Notieren und Beobachten, Wahrnehmen und Recherchieren, das jeweilige Erzähluniversum, meine Welt. Im Buch der Bücher steht, Gott erschuf die Welt in 7 Tagen. Ich brauche etwas länger. Ist sie jedoch gefunden, diese Welt, und hält sie, was im ersten Betreten versprach, geschieht Erstaunliches. Lassen Sie es mich Ihnen anhand von Albors Asche, diesem Roman hier, kurz illustrieren. Das Antiquariat, welches ich aufsuche, um dem Regen zu entfliehen,
beschert meinem absichtslosen Stöbern just eine bizarre Chronik. In der Straßenbahn liefern mir zwei Fremde einen Baustein, der mich zu Heraklit führt. Wir steigen in denselben Fluss und doch nicht in denselben. Wir sind es und wir sind es nicht. In Grumloff erzählt mir einer von der Umwidmung eines Sakralbaus auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau in Wohnungen. Und eben da hält meine Tochter versonnen einen Vortrag über den außerordentlichen Vorzug von Fensterbänken. Ein Bekannter bringt mir von einer Reise Zimtrinde mit und erzählt von einer Kirche, die er besuchte und die gänzlich aus Holz errichtet wurde. Zufällig arbeite ich mit einer Kollegin zusammen, deren Hauptberuf sich der Schmetterlingsforschung widmet. Baustein fügt sich auf Baustein. Und der Roman rund um Valerian, der seit 21 Jahren, 3 Monaten und 6 Tagen sein Zimmer nicht verlassen hat, da er nicht verhindern konnte, dass 3 Söhne mächtiger Männer seine Freundin aufgrund ihrer sexuellen Verweigerung ermordeten, nimmt Gestalt an. Von der Fensterbank beobachtet Valerian seither alles Geschehen in der Kleinstadt und hält in seiner Chronik fest, was geschieht. So bemerkt er auch die Ankunft Pastoras, einer Frau mit bodenlangem roten Haar, die aus dem Fluss kommt und in die leerstehende Kirche am Hauptplatz einzieht. Doch in Albor wird Andersartigkeit nicht geschätzt. Bald schon nimmt man ihr in einem Tribunal das Haar, fordert sie zur Eingliederung auf. Oder es werde ihr ergehen wie jener Frau, die über Nacht verschwand. Dieses Phänomen, dass plötzlich die gesamte Umgebung unaufgefordert zum entstehenden Werk beiträgt, ein Faktum, das absonderlich klingt und dennoch nichts Auffallendes ist, nennen wir Wahrnehmungsfokussierung. Setzt diese ein, nährt sie das Faszinosum. Und die ersten 40, 50 Seiten wachsen aus sich selbst heraus auf dem Bildschirm meines Laptops. Ich beginne mit den Figuren zu leben. Stehe als Valerian am Fenster, schlendere als Luca durch die Stadt, stapfe als Mona in den Garten, murmle in ihren Stimmen vor mich hin. Ich inkorporiere, bin während des Schreibakts nicht mehr ich, sondern sie. Bis es bröselt, vielleicht sogar stockt. Dann ist ein Innehalten gefordert, ein Infragestellen. Kenne ich meine Protagonisten, Protagonistinnen gut genug? Sind sie mir vertraut? Ist der Ton, der Klangraum stimmig? Mit welchen Strukturelementen stelle ich dar? Wäre nicht eine andere perspektivische Ausgestaltung sinnvoller? Wo sind Wechsel anzusetzen? Benötige ich chinesische Kästchen, kommunizierende Röhren? Welche Rolle spielen Erzählräume? Die fiktiv realen Orte, kann ich sie sehen? Und welche Figur erhält wie viel Spielraum? Wie verhält es sich mit der Zeit? Will ich diese Geschichte wirklich achronologisch erzählen? Oder doch chronologisch? Weil just jene Ausgestaltung der Zeit das Erzähluniversum besser stützen würde. Wo bedarf es der Rückblenden, der Vorgriffe? Und wie sollen diese ausgestaltet werden? Als gemütliches Zurücklehnen im Erzählsessel? Als hastig geschlungene Schlinge, die den Atem nimmt? Welche tausende Varianten ließen sich noch erdenken? Hält der Spannungsbogen? Tragen die Figuren? All diese Überlegungen, Skizzen, Fotos, Querverweise, Zitate und Figurenporträts wandern auf ein riesiges Plakat. Der Bauplan entwickelt sich. Er wird Halt geben,
während der nächsten Wochen und Monate, wird sicherstellen, dass auch eine längere, erzwungene Schreibpause mich nicht aus dem Takt werfen kann, weil ein Blick nach links vom Schreibtisch auf diese Fläche mich wieder orientiert. Dies ist das nächste Kapitel. So und so geht es weiter. Dass alle Pläne und Regeln dazu da sind, möglicherweise und begründet auch über den Haufen geworfen zu werden, sei hier nur ergänzend erwähnt. Während des Schreibens schweigt alle Angst. Ich schreibe fließend. Wörter, Klangräume, die nicht stimmig sind, Fragen, die entstehen, werden sich lösen. Irgendwann. Danach. Ich weiß das. Ich weiß es, wenn ich im Fluss bin. Diese Stunden sind nur dem Fabulieren gewidmet. Fern des Schreibraums, Arbeitstisch, halten leise, dennoch gleichwohl, Reflexionen bereits Einzug. Sie kommen während des Kochens, der Gartenarbeit, während meiner Spaziergänge, inmitten von Menschen irgendwo, das Notizbuch, zur Not auch mein Mobiltelefon, wird zum geliebten und wertvollen Begleiter. Die Korrekturen hingegen, in Begleitung der inneren Kritikerin und ihrer ewig nörgelnden, mahnenden, strengen Stimme, kommen erst zu anderen Zeiten und an anderen Orten. Nicht am Schreibtisch, nicht mit Blick auf den Bildschirm. Sie bedürfen des Ausdrucks, der Füllfeder und situieren sich an anderen Lokalitäten, sei es zu Hause, im Zug oder im Café. Nichts fließt dann. Langsamkeit wird eingemahnt, der genaue Blick. Und dieses Mal schöner scheitern als je zuvor. Mit jedem Werk wieder am Anfang, die Angst des Scheiterns im Nacken, die Erzählwelt ausgestalten. Eine vorläufige Erstfassung erarbeiten, sie ruhen lassen, andere schreiben. Um zurückzukehren, bearbeiten, reflektieren, umformulieren, neu schreiben, wieder prüfen, korrigieren, tausendmal. Laut lesend, es auf Tonband sprechend, die Aufnahme abhörend, jeden Missklang beseitigen, die Spannung prüfen, das Figureninventar durchleuchten. Das erste Kapitel zum 7. Mal. Ja, der Feinschliff braucht Zeit. Meistens mehr als heutige Verlagsverträge einräumen. Famos hat man eine Lektorin an seiner Seite, mit der er sich währenddessen herrlich streiten lässt, die auch dann, wenn alle eigene Kraft schon beinahe verflossen, aufgebraucht, noch fordert und den Ärger über die Zumutung, die sie in persona darstellt, stoisch erträgt, die Verzweiflung besänftigt, um im nächsten Atemzug die Reitpeitsche erneut zu schwingen. Oh, würde ich in Verhältnissen leben, wo es mir gestattet wäre, mein Leben lang am Feinschliff eines Mammutwerkes in Ruhe zu feilen. Der deutsche Schriftsteller Otto Ludwig schrieb sein Leben lang an einem Stoff. Ebenso sein portugiesischer Kollege Fernando Pessoa. Tolstoi schrieb seine Romane zumindest 4 bis 5 Mal komplett um. Diese Zeiten sind leider vorbei. Der freigehaltene Zeitraum in der Druckerei naht und jede Trennung schmerzt. Meine Angst keimt im Wissen, dass zwischen dem inneren Bild und dem letztlich realisierten Werk ein Riss klafft. Und darin liegt zugleich ein Trost und die Motivation, ein weiteres Erzählwerk zu gestalten. Schon beginnt es sich zu formen, angeregt durch ein Bild, das ich auf einer Plakatfläche sah, einen Satz, den ich in der Beschreibung eines technischen Gerätes las oder durch jenen Teilaspekt der philosophischen Fragestellung, der im vorherigen Roman letztlich doch keinen Platz fand. Er mahnt sich nun ein, will ausgestaltet werden. Erzählen könnte dies
ein Mann namens Bertram, Kunsttischler. Sein erster Satz sollte bereits einem Sprung ins Thema gleichkommen, könnte sich jedoch perspektivisch noch maskieren. Mal sehen. Einen Versuch ist es wert. Schon fliegen die Finger über die Buchstabenklaviatur, streicheln manchmal sanft die Tasten, liebkosen im Nachsinnen verharrend, auf der Leertaste gewichtslos ruhend, bevor sie erneut ihr Staccato beginnen. Sich zu Wörtern und Sätzen fügen, Wasser will fließen, in Kaskaden, in Strömen, bis jener Punkt erreicht werden wird, an dem es langsam nur noch plätschert, stockt, innehalten, einen Bauplan erstellen. Und alles beginnt von Neuem. Man steigt wahrlich nie zweimal in den gleichen Fluss. Ja, es ist ein anderes Erzähluniversum, in welches einen dieses Abenteuer führen wird. Trägt der Boden, halten die Figuren ihr Versprechen. Selbst als etablierte Literatin verliert sich die Sorge nicht. Sie ist nicht panisch. Eine ruhige Reflexion vielmehr. Denn im Hintergrund das Wissen, du hast immer geschrieben. Du wirst auch jetzt nicht scheitern. Du wirst Ideen haben, wirst Gestalten darstellen. Du würdest dir ohne dies keine Schreibblockade leisten können. Bitte sprechen Sie mir nicht den Tod. Ein Fazit meiner Art des Arbeitens besteht darin, dass kein Werk dem anderen ähnelt. Weder im Ton noch im gewählten Sprachduktus. Was passionierte Leser und Leserinnen meiner Prosa stets aufs Neue erstaunt. Ergänzend sei hinzugefügt, mit jener so gerne von Kritikern und Kritikerinnen konstatierten Meldung, sie hat ihre Sprache gefunden, würde man in meinen Augen über lebende Literaten und Literatinnen ein Todesurteil verhängen. Gerne möge man mir jedoch nachsagen, Schachingers Werke sind stets akribisch genau verfasst, spannend zu lesen, eine Herausforderung auch, Mehrwegliteratur. Mit gekonnt gesetzten Leerstellen, mit ihnen lässt sich eine Welt entdecken. Aber bitte nicht, sie hat ihre Sprache gefunden. Erstens möchte ich sie davor nicht verloren haben und zweitens müsste ich danach verstummen. Denn mich persönlich interessiert es nicht die Bohne, 17 Romane im gleichen Ton zu fabrizieren. Darin sehe ich keine Herausforderung. Und es würde mich als Leserin überaus langweilen, wüsste ich vor dem Öffnen des Buchdeckels, was darin zu finden sei. Ähnlich verhält es sich mit den thematischen Inhalten meiner Arbeiten. Es interessiert mich nicht, Gleiches oder Erzählinhalte thematischer Nähe nochmals auszugestalten. Ebenso wenig mag ich meine Themen, meine Sprache, mein Strukturmittel nach Publikumsgeschmack, Gefälligkeit oder Marktchancen auswählen. Möglicherweise sollte man dieser Unfähigkeit ein Leider hinzufügen. Vielleicht auch nicht. Denn ich bin überzeugt, jede Literatin, jeder Literat sollte das Buch schreiben, welches er oder sie lesen will. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Außerdem bin ich eine überzeugte Anhängerin des Wagnerschen Meistersinger-Statements. Der Kunst droht allweil Fall und Schmach, läuft sie der Gunst des Publikums nach. Das, werte Damen und Herren, heißt jedoch keinesfalls, dass mir meine Rezipienten und Rezipientinnen Schnuppe sind, sondern ich habe meine Zweifel, ob es sich analysieren und herausfiltern sowie alsdann planbar umsetzen ließe, was derzeit gerade in der Gunst des Publikums in allen Himmeln rangieren könnte. Ich habe auch meine Zweifel, ob dies die Rolle einer Literatin, eines Literaten ist. Publikumserwartungen, sei es im Werk oder auch als öffentliche Person in der Lesungsperformance zu bedienen. Verständnisvolle Best Friend Forever, immer frohgemute Alleinunterhalterin, sexy Hasi für feuchte Träume und intellektuelle Herausforderung, Pferdestehlen und Wix-Vorlage,
Habe ich etwas vergessen, dass man mir in 20 Jahren offerierte? Hätte ich all das zu erfüllen? Ich würde in schöner Schizophrenie hinter dem Lesetisch sitzen. Man möge mir also gestatten, ich selbst zu sein. Und ich werde, wie jede Frau, hochhackige Schuhe und Sneakers tragen, den Minirock gegen Jeans tauschen, je nachdem, wonach mir ist. Vertraglich, zu einer gewissen Verkleidung verpflichten, lasse ich mich nicht. Oftmals werde ich nach Auskunftgabe meines Berufes, was schreibst du, gefragt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit, sowie Blick auf mein Geschlecht, wird sogleich das Wort Liebesromane nachgeschoben, insbesondere von männlichen Zeitgenossen. Verneine ich alsdann und weise darauf hin, dass mich philosophische wie politische Themen weitaus mehr reizen, entsteht zumeist ein Dialog über jene. Lassen Sie uns hier noch einmal kurz innehalten, nachdenken. Nein, nein, ich glaube nicht, mich erinnern zu können, dass mich je eine Frau fragte, ob ich Liebesromane schriebe. Es bot mir auch keine Frau an, mich als Literatin zu fördern, schliefe ich mit ihr. Und keine Kollegin, mit der gemeinsam ich einen Auftritt bestritt, erhielt eine höhere Gage, weil sie eine Familie zu erhalten habe und man bei mir wieder die Realität und unhinterfragt davon ausging, dass dem nicht so sei. Honorarnote gefaltet und Geld ins Portemonnaie. Exkurs beendet. Sex Self und die Frage des Überlebens. Gestatten Sie mir zur Frage des Echos noch einen Gedanken hinzuzufügen. Blättere ich in deutschsprachigen Literaturmagazinen, fällt eines vehement auf. Sie sind auffallend mannvoll. Obgleich mehr Frauen als Literatinnen und Literaten tätig sind. Wird irgendwo eine Fotostrecke Home Story publiziert, wird die Erotik einer jungen Kollegin besungen. Ihr Werk, die Schönheit ihrer Sprache, die Klugheit ihrer jüngsten Publikation hingegen, kommt, falls, am Rande vor. Soll sie sich so als etablierte Literatin fühlen? Wenn die Besprechung, die sich großspurig Rezension nennt, hauptsächlich ihre Fähigkeit auf High Heels zu spazieren fokussiert? Ist das ein Kriterium der Literaturkritik geworden? Sollte ich da seit meinem Abschluss in Literaturwissenschaft etwas verpasst haben? Wieso will man überhaupt unser Privatleben hervorzerren? Was erzählt uns dies über unsere Gegenwart? Und weshalb spielen derart viele Kolleginnen mit? Begegnet man meiner Verweigerung diverser Homestories und ähnlicher zeitgenössischer Dummheiten mit »Sie brauchen sich doch wahrlich nicht zu verstecken«, weiß ich, dass man nichts verstanden hat oder aus Voyeurismus nichts verstehen will. Diesen jedoch zu bedienen, interessiert mich nicht. Ich spreche meiner Arbeit eine Reduzierung auf mein Geschlecht ab. Ich werde kurz den nächsten Abschnitt überspringen. Ich habe ihn betitelt mit »Legt ihn an die Kette, den Hund, er ist ein Kritiker«. Darin geht es unter anderem eben auch um diese Rezensionstätigkeit, die in Österreich pauschal honoriert wird. Das heißt, für eine Rezension erhält der Rezensent in etwa 70 Euro. Dafür arbeitet er mindestens 20 Stunden. Es ist eine Milchmädchenrechnung, dass er damit weniger verdient als alle Minijobber in unserem Land. So viel zur Ehrenrettung der Kollegen. Schreiben ist Beruf. Oder die passionierte Klempnerin kommt sicherlich ohne Honorar aus. Aber wir baten Sie doch, über Frauen und Fiktion zu sprechen. Was hat das mit einem Zimmer für sich allein zu tun? Erinnern Sie sich? Virginia Woolfs erste Zeile ihres Vortrages in Cambridge, 1928, wird nicht bloß titelgebend, sondern auch legendär. Und wir wissen heute, es hat sehr viel miteinander zu tun. Denn es sind auch die Lebensumstände,
die mitbestimmen, ob oder ob nicht was entstehen kann. Die Aussage, wir hätten mittlerweile doch durchaus die Wahl, sie uns derart zu gestalten, dass sie unserem Arbeiten entgegenkommen. Der Mann sei nicht mehr Oberhaupt der Familie, sein Veto könne uns doch Schnuppe sein. Und ein Zimmer für uns allein wäre einzig eine Frage des massiven Einmahnens. All das ist korrekt und führt dennoch an der Wahrheit vorbei. An derjenigen der Frauen allgemein wie an derjenigen des Literaturbetriebs im Besonderen. Naturgemäß ist für Literatinnen beides miteinander verquickt, wie für alle anderen, die als weibliches Wesen geboren wurden und in ihrer jeweiligen Arbeitswelt sich zu behaupten haben. Wir kennen die Einkommensschere. Wir kennen die Recherchestipendien, die eine 3- bis 6-monatige Präsenz vorsehen und damit keinesfalls Brot, Job oder Mutterschaft. Wir kämpfen in Wettbewerben, die mit Höchstalter zu berechtigten Einreichungen versehen sind, ohne Berücksichtigung, dass sich das Arbeitsleben einer Mutter, möglicherweise sogar einer Alleinerziehenden, wie dies in meinem Fall Fakt war, anders gestaltet als dasjenige der Herren, die meist an ihrer Seite obendrein eine süße Angestellte mit 14 Gehaltszahlungen in schöner Regelmäßigkeit jährlich ihr Eigen nennen. Wir kennen gläserne Decken und ebenso vertraut sind uns die Machismen und kleinen Übergriffe des Alltags, die jede Frau erlebt. Nicht nur der Kritiker und wie er in Österreich gern genannt wird, Literaturpapst des deutschsprachigen Raumes, Marcel Reich-Ranicki, riet Literatinnen mit allem gebotenen Ernst der Sache, bekommen sie keine Kinder. Danach schreiben sie bloß Unsinn. Oder schöne Frauen können per se nicht schreiben. Gegenstimmen hört man natürlich. Die lauten dann, sie wird es nicht weit bringen, sie ist nicht schön genug. Oder sie hat noch ein paar Jahre. Wenn sie in denen nicht reüssiert, wird es schwierig. Sie ist ja dann alt. Da fragt man sich doch so allerlei, finden Sie nicht? Zum Beispiel, was hat mein Körper mit meinem Schreiben gemein? Ist es meine Vulva, die über die Güte meiner Fiktion bestimmt? Scheitert mein Sprachvermögen an der Geburt meines Sohnes? Oder hemmt die Menopause meine Gestaltungskraft, meine Imagination? Mir persönlich ist weder ein biologischer noch ein medizinischer Zusammenhang bekannt, Ihnen etwa? Seien Sie sexy, sonst schaffen Sie es nicht. Seien Sie keine Frau, sonst können Sie die Literatur vergessen. Das bleibt trotzdem im Gedächtnis. Und die Wut darüber in der Seele. Schlichtweg, da wir es zu oft zu hören bekommen. Es verbindet sich vorzüglich mit altbekannten Bildern und koppelt sich gekonnt an jenen Gefährten aller Künstlerinnen und Künstler von der ersten Stunde an. Die Existenzangst. Manchmal denke ich gar, wir sind miteinander verheiratet, die Existenzangst und ich. Bedauerlicherweise werden meine Scheidungswünsche hartnäckig und vollständig ignoriert. Aufpuddeln kann sie sich dann regelrecht zum Horror werden. Und der pocht auf sein Recht, alles in seinen Klauen zu halten, niemals stimme er einer Scheidung zu, vor allem jedoch verwahre er sich gegen eine Trennung von Tisch und Bett. Schon lastet sein Kopf auf meinem, presst ihn schlaflos ins Kissen, bis ich um Atem ringe. Genug. Ich kann mir seine Existenz nicht leisten. Also dorthin, wo der Pfeffer wächst mit diesem unerquicklichen Zeitgenossen, mir jedoch die Freiheit. Warum, so frage ich Sie, soll es Literaten und Literatinnen anders ergehen als dem Rest der Bevölkerung in einer schwierigen Zeit, in der Honorare stetig sinken, Zynismen wie Freistellung und Rückgabe von Arbeitsplätzen
das schöne Maschall der Freiwilligkeit haben. Ich weiß nicht, ob das auf Spanisch so existiert. Bei uns sind das neue Termini für den Zustand arbeitslos. Oder sollen wir uns laut jene Fragen stellen, mit der wir uns klammheimlich ohne dies konfrontieren? Vielleicht bin ich nicht gut genug. Zumindest die Künstlerinnen und Künstler. Von meinen Freundinnen aus anderen Branchen wie Handwerk oder Handel weiß ich, auch sie kommen just zu jenem nagenden Wurm des Selbstzweifels, der sich durch ihre Gedärme schlingt. Doch auch bei uns, Künstler, Künstlerinnen, drängt sich ab gewissen Jahresringen diese Selbsterkundigung in die Nächte, die oftmals schon bohrenden Ermittlungscharakter aufweist. Dennoch fällt sie mir leichter als die Frage, wer verdient an mir? Denn offensichtlich bin es nicht ich. Die Frau meines Verlegers erklärt, sie verstehe ohne dies absolut nicht, weshalb jemand auf die Idee komme, Literatur zum Beruf zu machen. Die sei doch bloß ein Nebenher. Von anderem könne man träumen. Ein Recht dazu, es zu sein, habe man trotzdem nicht, außer man verdiene daran wie Umberto Eco, Henning Mankell oder Paulo Coelho. Was mir auf der Zunge liegt, antworte ich ihr nicht. Erstens sind es allesamt Männer. Die weiblichen Beispiele wären eher im rosaroten Roman, wie meine kubanischen Freunde und Freundinnen diese Unterhaltungsheftchen nennen, zu suchen. Und sie wollen mir doch nicht ernsthaft vorschlagen, ich solle mich in jenen Bereich begeben. Nicht jedoch hinabzuschlucken gelang mir die Aussage, in geblockten Ferienwochen, wie sie dies vorschlage, also rund 5, sei ein umfassender Roman in exzellenter Güte niemals gewissenhaft zu erarbeiten, selbst wenn alle Vorarbeiten bereits geleistet wären. Solche Zeitenge ließe einem keine andere Wahl, als ihn zusammenzuschlampen. Das Elend, sage ich ihr, liege anderswo. Keiner erwarte von einem Arzt eine Diagnose ohne eingehende Betrachtung. Vielleicht holt er sogar eine zweite Fachmeinung ein. Das findet jeder legitim. Keiner erwarte von einer Klempnerin eine Reparatur, weil sie es gerne tue. Oder engagiere einen Maurer mit der Aufforderung, er möge sich selbst verwirklichen. Und davon, dass einer Bäuerin oder einem Besitzer einer Immobilie gesagt würde, er oder habe es ja ohne dies, wie könne er oder sie dafür also ein Honorar einfordern, habe ich auch noch nie gehört. Künstler und Künstlerinnen hingegen mute man solche Arbeitsbedingungen zu. Daraufhin schwieg sie. Meine Kinder sind mittlerweile erwachsen. Ich habe derweilen selbst ein Zimmer für mich allein ergattert, mehrere sogar. Brauche mich auch kaum mehr zu fragen, wann schreibe ich von Kinderlärm ungestört? Und wird mein Sohn ins Lesungsexemplar kritzeln, vielleicht auch mit bunten Farbstiften, weil er ja gleichfalls Autor ist? Die Phase hat er, allen Himmeln sei Dank, mit 8 und der Erkenntnis der Mühsamkeit des Erzählens, mit 19 und dem Elend der einsamen Buchhaltung überwunden. Nun, mit 45, 8/9, frage ich mich, wie lange währt meine Arbeitskraft noch, die bereits von einem 16 auf einen 14-Stunden-Tag 6-mal die Woche sank? Wann wird die Wirbelsäule, insbesondere diejenige des Halses, so sehr schmerzen, dass die Fähigkeit zu sitzendem Tun konzentriert und fokussiert auf 8 oder gar 7 sinkt? Als ich einem älteren und wohlsituierten Bekannten erzürnt über sein Insistieren auf einem Treffen die Verhältnisse eines mir normalen Tages benannte und sie mit müder Miene illustrierte, erklärte er, du brauchst Personal. Damit artikulierte er durchaus eine Wahrheit. Meine Antwort? Du zahlst Euro 24 für meinen Roman im Laden. Davon erhalte ich 2,20 Euro. Abzüglich Sozialversicherung und Steuer bleiben mir 1,10 Euro pro verkauftem Stück. Du bist der Ökonom. Rechne weiter.
Weitere Details dieses Trauerspiels wollen wir einander ersparen, nicht jedoch die Frage, wozu schreiben. Denn wer Geld verdienen will, sollte sich keinesfalls an Ausnahmen der Branche wie Rowling zum Beispiel orientieren. Außer er oder sie liebt die alsbald und dafür mit Sicherheit eintretende Frustration. Mit Literatur wird kaum einer reich. Der Schreibwunsch ist eine Existenzform. Ich bin und bleibe Literatin. Am Schreibtisch, im Bett, beim Einkauf, unter der Dusche und wende ich den Kompost. Es schreibt in mir. Anders kann ich in dieser Welt nicht sein. Es ist die Liebe zur Sprache, zum Malen und Formen mit ihr und darüber hinaus eine tiefe Sehnsucht nach Sichtbarkeit, nach jener Form der Liebe, die einen als du wahrnimmt. Wie Proust treibt es mich um. Le principal trait de mon caractère, le besoin d'être aimé et, pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté bien plus que le besoin d'être admiré. Vermutlich besteht hierin auch ein Zusammenhang zu den Anfängen meines Erzählens, welches zu Beginn ausschließlich ein privates Erleben war. Kein Wunder, bedenkt man, dass ich höchstens 4 war. Ich erdachte mir eine Welt, um der Stummheit um mich zu begegnen. Und es geschah in Anlehnung an eine der wenigen Situationen, die ich kannte und die angenehm waren, das großväterliche freie Erzählen. Das mütterliche Vorlesen der Kinderbücher, die wir uns in der Bibliothek ausliehen und immer zurückgeben mussten, sich trennen. Dass jedes Mal aufs Neue weitere Geschichten ausgewählt werden durften, hielt den Schmerz der Rückgabe nicht. Einzig das Weitererzählen. Und in diesen Momenten genügte ich, unantastbar, Herrin über ein Universum. Daraus eine Überlebensstrategie zu kreieren, zeugt von kindlicher Kraft und einem unzerstörbaren Lebenswillen. Ich konnte für alle Augen anwesend sein, ohne da zu sein. Es fiel den anderen auch kaum auf. Erst im Schulunterricht. Da brachte es mir den Vorwurf, beinahe autistisch, ein. Niemals schaffe dieses Kind eine Matura. Meine Mutter ließ es sich rund 20 Jahre später nicht nehmen, jener Lehrerin mein mit Auszeichnung bestandenes Doktorat unter die Nase zu reiben. Lassen wir die eklatanten Mängel des österreichischen Bildungssystems, welches normierte Kinder ersehnt, beiseite. Es würde hier zu weit führen. Nur so viel. Mit großem Vergnügen las ich Jahrzehnte später Ähnliches von Kollegen und Kolleginnen, tauschte mich mit ihnen über dieses erzählerisch vermehrte Leben aus, das andere nicht nachvollziehen konnten und das mir doch das Natürlichste schien. Erstmals als 7-Jährige entdeckte ich, dass andere dieses sich selbst erzählen nicht zu tun pflegen. Mit großem Erstaunen, Erschrecken sogar, denn womit vertrieben sie sich die Zeit? Was um alles in der Welt erlebten sie, wenn sie nichts erlebten? Und wie bewältigten sie Ereignisse, die belastend waren, gab es in ihnen kein Erzählen. Es ist mir bis heute ein Rätsel. Gegen ihre Armut möchte ich niemals mein Leben in tausenden Welten eintauschen. Mein Vermögen, alles zu sein. Indischer Mogul und Putzfrau, Entdeckerin der Zertrümmerungssterne und obdachloser Kriegsreporter und russische Kleinbäuerin. Ich muss mich nicht entscheiden. Weder für ein Geschlecht noch für ein Land, nicht einmal für einen Beruf oder ein Alter. Wie unfassbar famos. Denn ich scheitere ja schon an der Auswahl aus dem Speisenangebot in einem Restaurant, wie man heute gut beobachten konnte, wäre man mit uns am Tisch gesessen zum Mittag. Jede Entscheidung für ein einziges Leben zöge ja das Nein zu allen anderen Varianten nach sich. Das Thema meines allerersten Romans, morgen vielleicht. Ich will sein. Ich will sein oder auch ich werde.
ist in unserer Gesellschaft allerhöchstens noch tagträumerischen Kindern vorbehalten, keinesfalls Erwachsenen. Und unsere Umgebung tut sich schwer damit hinzunehmen, dass dieser Zustand dem Beruf der Künstler, Künstlerinnen immanent ist. Wann ist eine Literatin eine Literatin? Bis zu welchem Zeitpunkt spottet ihre Umgebung darüber? Genügt die erste eigenständige Publikation? Bedarf es eines Literaturpreises? Und welcher ist dann groß genug? Nein, die Gesellschaft hat nicht darauf gewartet, dass wir uns hinsetzen und erzählen, darstellen, ihr einen Spiegel vorhalten. Ganz im Gegenteil. Sie kommt ganz formidabel ohne uns aus. Ginge es nach ihr, sollten wir tunlichst die Klappe halten. Selbst wer bereits etabliert ist, zumindest in der Außensicht, stellt eines Tages dennoch fest, die alte Sehnsucht, ich will sein, bleibt einem auf der Schulter hocken, wie ein Dschinn, und flüstert, das nächste Werk soll besser gelingen, weniger scheitern. Sicher werde ich mit meinem nächsten Werk noch näher an die ursprüngliche, imaginierte Vorstellung heranreichen. Ich werde schreiben. Obsessiv, ja. Anders lässt sich in meinem Fall mein Ton nicht bezeichnen. Es ist ein leidenschaftliches Sprachgestalten, ein besessenes Schreiben. Bewunderung erreicht mich nicht. Rezensionen überfliege und vergesse ich. Mich treibt die Liebe zur Literatur um, eine tiefe Sehnsucht nach Sichtbarkeit, nach jener Form der Liebe, die einen als du wahrnimmt. Danach meinen Zeitgenossen, Zeitgenossinnen etwas zu schenken und vielleicht auch in 100, 200 Jahren noch der Lektüre für würdig befunden zu werden. Das schönste Geschenk sind mir Briefe, Mails. Einmal vor vielen Jahren sagte mir ein Leser, die Lektüre habe ihn im Innersten berührt, denn ich hätte seine Geschichte erzählt. Wie ich, erstens eine Frau, zweitens gerade mal Anfang 30, diese hätte wissen können, unerträglich sei ihm das Lesen stellenweise geworden und andererseits undenkbar, mein Buch wegzulegen, in dem seine Geschichte stand. Der Tod seiner Frau. Und in den Augen aller anderen sein Unvermögen zu akzeptieren, dass sie nicht mehr an seiner Seite war. Dabei sei sie doch da. Tag und Nacht und um ihn. Keinen einzigen lebe er ohne sie. Jeder werde ihm ein permanentes Gespräch mit ihr. Wie für Albert im Roman Der Unschuldverlust. Dass ich ihn verstünde, nehme ihm den Atem. Ja, es sind solche kleinen Erzählungen, Einblicke wie diese, in Innenwelten eines mir gänzlich Fremden, die mir tausendfach zurückgeben, was ich in mein Schreiben lege. Sie machen meine Arbeit mir zur schönsten der Welt. Lust und Last. Manchmal wird einem dennoch das selbstgewählte Arbeitsthema im Durchwühlen des Recherchematerials zur Bürde. Wie während der Arbeit an Leben. Ein Faction-Roman zur Verfolgung und Ermordung Homosexueller während der NS-Zeit. Tage, Wochen in Archiven, Gedenkstätten schleichen sich in Träume des Nachts. Oder um das Hospital zum guten Ende zu bauen, Fassbomben auf Aleppo, eine Stadt in Schutt und Asche. Solches Bildmaterial begleitet einen in den Supermarkt, wo man das Nötigste einzukaufen hat. Verwirrt steht man mitten im Alltag der anderen, findet sich nicht zurecht. 17-mal nachts alleine zu Hause die Eingangstür kontrolliert, ist sie wahrhaftig verschlossen. Nicht nur die Drohanrufe wegen eines Essays und diversen Postings zum Thema Rassismus verursachen Schweißausbrüche. Der Schreibakt selbst lastet bei Martini Loben. Hier hilft nur Festhalten, es so ruhig wie irgend möglich auf die Seite betten. Im Erzählen ebenso wie in den Reflexionsessays. Und eine tolerante Familie, die einen durch diesen Arbeitsprozess begleitet, dass sie versteht,
was man zu tun beabsichtigt. Und weil sie, wie auch man selbst weiß, es wird wieder vergehen. Diese Bilder und Reflexionen bedürfen der Verarbeitung, aber sie bleiben dennoch die Traumata der anderen. Wir hingegen benötigen bloß Rituale, um mit ihnen leben zu können. Solche sind, wenn es erst in einem herumschreibt, aber noch nicht nach außen dringen mag, so verschieden wie Schreibtemperamente. Hemingway spitzte 20 Bleistifte. Saint-Paul Roux legte sich ins Bett. Willa Cather las einen Abschnitt der Bibel. Stendhal eine Stunde im Code Napoleon. Rilke roch an Zitronen. Celan knetete Platanenrinde. Flaubert bedeckte das leere Blatt mit Gedankenskizzen, sonst konnte er nicht schreiben. Kleist murmelte im Selbstgespräch, selbst bei Essenseinladungen. Und ich? Ich beginne eine Tätigkeit, die jederzeit unterbrochen werden kann, bevor ich schreibe. Keine geistige Präsenz erfordert, die eher einem Schlendrian gleicht. Rosen zurückschneiden, den Innenhof fegen, den Gartenweg oder was auch sonst immer ins Auge drängt, bis er da ist, der erste Satz. Danach bedarf es zumeist nur des morgendlichen Teekochens, eines Daily Journals, der folgenden Wahrnehmungsstudien, als dann 15-minütiger Lektüre laut gelesen, hinten nach der letzte Absatz meines eigenen, vorgegebenen Schreibens, der nachfolgenden Stichworte und es kann weitergehen. Der Weg hinein, kleiner Blick nach links auf den Bauplan, ist bereitet. Ich bin nicht mehr ich. Und die Ausstiegsszenarien? Teetasse spülen, Schreibtisch aufräumen, Essen zubereiten. Die Alltagsmanöver erden und führen zurück. Ich bin ich. Der Reflexionsessay schließt den abendlichen Kreis. Ja, ich werde jetzt in Anbetracht der Zeit nach hinten springen. Und zwar Stichwort Martini loben für die beiden Dolmetscherinnen, die da so freundlich im Hintergrund ihrer Tätigkeit nachgehen. Das ist der jüngste Roman, an dem ich gearbeitet habe. Dieser hier, der gerade erst im September rauskam. Ich möchte ganz kurz ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte dieses Romans erzählen. Ich sagte, jede poetologische Betrachtung sei ein Blick rückwärts. Erlauben Sie uns, diesen nochmals exemplarisch zu werfen, auch um in der Gegenwart anzukommen. Ich begann die Arbeit an Martini-Loben im Herbst 2015. Der Roman wurde am 5. September 2016 an die Buchhandlungen ausgeliefert. Das kann passieren. Es liegt also ein knappes Jahr zwischen dem Beginn der Arbeit am Roman und der Fertigstellung bzw. Erscheinung. Vier Ingredienzien stellen die Basis dar. Eine Frau kehrt von einer Arbeitsreise im Ausland zurück. Es ist ein Heimkommen an einen Ort, der noch kein Heim ist. Zu einem Partner, der kaum mehr einer ist. Sie verlässt noch einmal quasi exemplarisch die Hauptstadt, wo ihr Flieger landete, um durch das einst Altbekannte aufs Land hinauszufahren, wo sie nun wohnt, fortgehen, aufbrechen, ankommen vielleicht. Zweiter Bestandteil dieses Romans oder der Vorarbeiten dazu. Ich fuhr im Zug von einer Lesereise nach Retour. Neue Fahrgäste stiegen zu. Ein junger Mann, eine schlanke Frau, ganz hübsch ihr Gesicht, seine Freundin wohl.
Dahinter kam eine sehr rundliche, üppige weitere Maid. Sie nahmen im Großraumwaggon Platz. Innerhalb weniger Minuten fokussierten alle Blicke jene dralle, fast schon fette Frau, die eine umwerfende Weiblichkeit ausstrahlte. Es war schlicht atemberaubend. Drittens. Im September 2015 arbeitete ich mit einem bildenden Künstler zusammen. Wir bereiteten einen gemeinsamen Abend vor, erzählten von unseren unterschiedlichen Bildsprachen, diskutierten Gestaltungsprinzipien sowie unsere Reflexionen zu den jeweiligen Kunstsparten. Und er erwähnte, ihn interessiere einzig eine Kunst, die Antwort auf unsere unmittelbare Gegenwart gebe. Ich sagte, da habe er es gut. Kurzgeschichten seien schwer am deutschsprachigen Markt unterzubringen, der Roman jedoch schwerfällig und bedürfe langer Arbeitszeit, der Reifung. Er könne kaum ein Werk zur Gegenwart sein. Wir wechselten das Thema. Mir jedoch ging dieses Gespräch nicht aus dem Sinn. Viertens, ich schrieb einen Essay zu unserem Umgang mit den Asylwerbern und Asylwerberinnen, die 2015 in Mengen ins Land strömten. Durchaus vorhersehbar hatte man offenen Auges für die Verhältnisse in Jordanien wie Türkei beobachtet. Wenig später erhielt ich die ersten anonymen Drohanrufe. Ich würde mich schon noch anschauen, wenn sie vor meinem Haus stünden, oder führe ich das nächste Mal nach Wien und würden die mich nicht vergewaltigen, dieses Drecksgesindel, welches ich da willkommen hieße, und würden die es nicht tun, würden sie es gerne übernehmen. Damit ich schwiege, sagten sie nicht. Damit ich Unterwerfung lerne, sagten sie auch nicht. Doch auf beides lief es hinaus. Ich hingegen bekam eine elendigliche Wut. Mir den Mund verbieten, niemals. Und mit dem mir eigenen Trotz dachte ich, das Einzige, was du wahrhaftig kannst, ist schreiben. Das ist deine Waffe. Na dann, leg endlich los, verdammt nochmal. Doch davor war noch ein Nachsinnen gefragt, um alle Fäden zusammenzuführen, die sich aufdröselten. Ihre Schlingen zogen einander, als dann kreuzten sogar. In Unzeit hatte ich versucht, das letzte Jahrhundert in Erzählungen einzufangen. In Betty Paoli den Blick einer heutigen Literatin auf diese bekannteste Lyrikerin Österreichs des 19. Jahrhunderts, die mittlerweile gänzlich vergessen ist. Was unterscheidet, fragte ich mich, den Gegenwartsfokus dieser Arbeiten von einem Roman, der einzig unsere Zeit in den Blick nimmt? Und wie hätte ein solcher Roman zu beschaffen sein? Ich erinnerte mich an eine meiner Lesereisen, die mich im Sommer 2015 als Fliehende aus Afghanistan, Syrien, den Hauptbahnhof in Wien belagerten, an Taschen und Säcke fortgehen, stranden, vielleicht eintreffen. Ich suchte mir jene Erzählung über das Ankommen heraus, eine Frau, die aufs Dorf zieht. Eine andere Frau mit personifizierter Weiblichkeit, Flüchtlinge, die zu Tausenden gemeinsam über Nacht in unser Land kommen und es vor eine neue Herausforderung stellen. Jene Fliehende auf den Gleisen eines Bahnhofs liegend im Grenzgebiet Österreich-Ungarn. Ein bewaffneter Soldat streckt die Hand ins Bild. Der Shitstorm, welcher auf den unzureichenden Bildausschnitt folgte, die Fehlurteile aufgrund eines zu eingeengten Fokuses, die alsdann erfolgten. Und ich begann zu schreiben. Wenige Tage danach wurde mir an einer Szene deutlich, dass diese Gegenwart bei Erscheinen des Romans bereits Vergangenheit wäre. Genau genommen um ein Jahr. Denn mittlerweile hatte ich einen Vertrag unterschrieben und da jener Roman die Gegenwart ins Auge fasse, habe er bald publiziert zu werden. Erscheinungstermin 5. September. Druck Anfang August. Abgabe final Mitte Juli. Erstmals ans Lektorat, folglich März, April. Klingt lang, ist kurz.
erneut an den Anfang zurückkehren. Ich schrieb in fliegender Hast nachts von Nachrichtensendungen zu Toku, Recherchegespräche vereinbaren und führen, Zeitungen studieren, Magazine, Social Media Foren. Ich erzählte nicht, was ich wahrnahm, sondern überlegte, was daraus entstehen würde. Änderte sich die Richtung unseres Umgangs mit den Ergebnissen nicht. Die Wahlen hatten bedacht zu werden. Trump galt mir als 90% sicher. Die Rolle der Türkei war nicht zu unterschätzen. Und wie würde Putin weiterhin agieren? Wäre das österreichische Volk in der Lage, den extrem rechten Präsidenten zu wählen? Wie spitzte sich die Situation in Frankreich, in Deutschland zu? Und was würde all dies hinsichtlich des keimenden Hasses in meinem Land gegenüber den Asylsuchenden bedeuten? Würde er sich weiterhin in hohem Ausmaß einzig in Form von Gerüchten und Bosheiten im Kappen jeden Kontaktes auswirken? Wer stürmte die Waffenläden dann? Und wer erstand sogenannte Polenböller? Würden all die Brandbeschleuniger seit längerem schon ausgelegt bald zünden? Oder erst in 3-4 Jahren? Es folgten intensive Monate. Der Verleger wollte eine finale Seitenzahl wissen. Ich mittlerweile in etwa in der Mitte meines Romans konnte sie ihm nicht nennen. Die Pressesprecherin ersehnte einen Klappentext. Wir wussten noch immer keinen Romantitel. Und ich hatte das Ende noch nicht. Konnte es nicht einmal ahnen. Ich wusste, im Zentrum stand auch die Frage, was ist eine Frau? Weshalb fällt es uns so schwer, divergierende Frauenbilder zu akzeptieren? Warum echauffieren wir uns bereits über rein physische Differenzen? Die eine schlank, die andere prall, der dritten drängt man die Verhüllung ihrer Weiblichkeit auf. Na und? Gehst du so auf die Straße, darfst du dich nicht wundern, passiert dir etwas. Das hatte ich noch als Kind gehört, nicht als Scherz oder Drohung, sondern als ernsthafte Meinungsäußerung. Und es war nicht von Minirücken oder tiefen Ausschnitten die Rede, hingegen von Jeans und einer Bluse, die erahnen ließ, dass darunter Haut lag, möglicherweise. Wie viele Jahre zogen zwischen solchen Mahnungen und den Kopftüchern wallenden Mänteln der Musliminnen ins Land? Kaum 30. Nachdenken, recherchieren, mich umhören, Interviews führen, insistieren, nachhaken. Dazwischen mal Hoftor und Haustür kontrollieren. Und schreiben wie besessen, 10, 11, 12 Stunden täglich. Hat es sich gelohnt? Ich weiß es nicht. Der Roman erschien am 5. September, Trump wurde dennoch gewählt und auch der extrem rechte Präsidentschaftskandidat gilt uns Beobachtenden in Österreich bedauerlicherweise mehr als wahrscheinlich. Der Verein, der sich in meiner Region um die Betreuung der Asylwerber und Werberinnen kümmerte, ist minimiert. Der Deutschkurs konnte nach einem Jahr und 3 weggebliebenen Lehrenden zu zweit nicht mehr aufrechterhalten werden. Wir waren müde. Ich war müde und mürbe. Zum ersten Mal in meinem Leben beschloss ich, nach Erscheinen des Romans Martini loben, nicht sogleich den folgenden zu erarbeiten. Eine Pause. Ich brauchte dringend ein kurzes Innehalten. Und dass der nächste in einer Erstfassung schon im Laptop ruht, beruhigt mich. Ja, das Schreiben entlang einer Gegenwart in die Zukunft gedacht, ermattet. Und dennoch halte ich es für sinnvoll, im Roman auch unsere Zeit darzustellen. Eine Auseinandersetzung mit aktuellen Themen zu fördern, jenseits von Agitprop. Und träumen von einer Welt. Befragt nach meinen poetologischen Visionen, fällt eine Antwort zugleich. Die Hoffnung, dass der durchschnittliche Österreicher, die durchschnittliche Österreicherin mehr liest als ein Buch im Jahr, weil ihnen in und für ihr Leben Kunst etwas zu sagen hat. Die Hoffnung, dass kritische und komplexe künstlerische Arbeiten, die nicht mit einem Mindestvokabular auskommen, eines Tages vielleicht nicht mehr Minderheitenprogramm sein werden und einzelne Termini, die nicht zum Alltagswortschatz jedes Zeitgenossen, jeder Zeitgenossin gehören, keiner ewigen Diskussion im Lektorat bedürfen, sondern als Vielfalt in der Sprache ihren Weg zurück ins Verständnis finden.
Die Hoffnung, dass die Kulturpolitik sich einmal nicht rückwärtsgewandt bewegt. Für Österreich heißt das Mozart, Salzburger Festspiele und Sissi genügen dafür als Aushängeschild. Groß-Events wie Eurovision, Song Contest und Co. sind obendrein einfacher zu vermarkten. Sondern dass sie vielleicht einmal begreifen, eine Kulturnation bedarf einer lebendigen, gegenwärtigen Kunst, die in vielfältiger Weise ihre Funktion für die Gesellschaft wahrnimmt. Als Vordenkerin, als Mahnende, um die eigenständige Reflexion über Lebensinhalte und Belange zu fördern. Als Sprachmächtige, um der Kommunikationslosigkeit entgegenzutreten. Als Anregende, um der Ohnmacht zu begegnen. Als Traumnäherin, um Visionen im Hörenden und Betrachtenden bewusst zu machen. Als Tröstende, Erfreuende und ermutigende Begleiterin durch schöne und schwere Tage. Denn lebendige Kunst ist lebenswichtig. Sie nährt und stärkt. Sie unterhält und erfreut. Sie entspannt und regt an. Manchmal auch auf. Hoffen wir, man lässt sie unserem Leben, die Kunst, und uns alle mit ihr. Gibt es Fragen, Dinge, die Sie gerne genauer wissen wollen würden? Ich weiß, es zieht ein bisschen kalt. Ich glaube, das ist auch die... Seien Sie doch durchaus mutig. Ich weiß ja nicht. A romper el hielo. Gracias, Marlene, por esta charla verdaderamente emocionante, por intensa. Yo creo que comprendemos que tu trabajo creativo y tu responsabilidad como artista, desde luego, está muy, muy enraizada, ¿no? Yo quería, mientras se anima el público a hacerte una pregunta, has hablado de la diversidad, ¿no? Que los libros, que sí. Cada libro tuyo sí. Sea diferente. Sí. Insistiendo un poco en esto, has abordado distintos géneros. ¿Qué te aportan los distintos géneros creativos? ¿Te ayuda esa diversidad trabajar con novela, con relato? Has hablado también de la importancia que pueden tener las imágenes para ti, ¿no? ¿Qué te trae cada género? Ja, die Differenz entsteht jetzt nicht nur durch die unterschiedlichen Gattungen oder Genres, sondern sie entsteht schon auch ganz stark, weil mein Ausgangspunkt im Schreiben eigentlich immer neben dem ersten Satz die Figur ist. Und die Figuren differieren sehr stark. Das sind, ich habe diesen einen alten Mann da kurz vorgestellt, Alfred, der über 80 ist. Ein anderer ist Luca, der ist gerade mal 24. Das sind schon ganz, ganz unterschiedliche Lebenswelten, die diese Figuren einfach mit sich bringen. Und für mich bestimmen die Figuren den Ton. Das heißt, der Ton kommt aus ihnen und ich muss sie dann einfach nur hören. Das ist ein bisschen so wie Komponieren. Und dadurch entstehen aber ganz unterschiedliche, also auch in der sprachlichen Gestaltung, ganz unterschiedliche Werke. Und ich arbeite sehr, sehr bewusst mit unterschiedlichen Strukturelementen. Der Hintergrund dazu ist derjenige, dass ich so glaube, es gibt, also alle Geschichten, die es gibt, sind bereits erzählt worden, und zwar bei den Griechen schon. Ja? Also, da gibt es Liebe, es gibt Hass, es gibt Brudermord, es gibt Totschlag, es gibt Verwandlungsgeschichten. Das heißt, unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, diese Geschichten anders zu erzählen, sei es mit einer anderen Sprache, mit anderen Strukturelementen, ihnen so auch neues Leben zu geben. Aber die Grundessenz der Geschichten, das ist mal schon alles da.
Und deswegen auch dieses Ausgehen von den Figuren oder auch an die Figuren koppeln sich dann meistens sehr, sehr schnell philosophische Fragen. Ja. ¿Hay otras preguntas? ¿Sí? Tú también, si quieres. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Ha sido un placer escuchar su exposición, por clarividente y humana. ¿Podemos utilizar el micrófono? Porque yo no oigo. Sí, que ha sido un placer escuchar su exposición por clarividente y humana. Gracias. Sí. Pero puedes poner los cascos y te traducen al alemán. Vamos a ver. Vamos a ver. El 3. ¿Ya? Ya. Decirle que admiro su coraje y su valentía y sobre todo que siga escribiendo y siga siendo costurera de sueños, que usted lo ha dicho. Una pregunta, me ha interesado siempre mucho el feminismo. A su juicio, ¿cuál fue la influencia de Simone de Beauvoir al movimiento feminista? Ja, ich habe jetzt auch nicht gedrückt, ich habe es auch vergessen. Die Simone de Beauvoir-Frage ist natürlich eine sehr, sehr weit ausufernde Frage, wenn man die jetzt irgendwie ernsthaft beantworten wollen würde. Ich denke, dass sie vor allem in Frankreich ganz stark den Feminismus mitgeprägt hat. In Österreich hat sie eigentlich ganz wenig bis kaum Auswirkungen gehabt. Das heißt, der Le Deuxième Sexe, das andere Geschlecht, das zweite Geschlecht, ist ein bisschen unglücklich auch übersetzt in der deutschsprachigen Titelgebung, ist zwar bei uns durchaus bekannt, vor allem auch im Zuge der zweiten Frauenbewegung in den späten 70er Jahren. Aber so wirklich manifest wurde es eigentlich erst in den 80ern, das heißt sehr, sehr spät. Und ich glaube, dass gerade in Österreich derzeit Feminismus ganz schlechte Karten hat. Dass junge Frauen vor allem eigentlich sich so zurücklehnen und sagen, wir haben doch eh schon alles, was sollen wir denn noch tun? Und ich halte das für eine ganz, ganz gefährliche Positionierung. Gerade auch mit den sehr rechtslastigen neuen Tendenzen, dieser Manosphere-Bewegung zum Beispiel, halte ich das für sehr gefährlich. Oder auch, wenn man sich ansieht, also unser wunderbarer zweiter Präsidentschaftskandidat hat ein schönes Werk verfasst, das heißt für ein freies Österreich. Und in dem freien Österreich sagt er, der entthronte Mann müsse wieder auf den Thron gesetzt werden und die Frau, die einen Brutpflegetrieb habe, solle wieder ihrem Brutpflegetrieb nachgehen. Wenn das ein Kandidat für den österreichischen Bundespräsidenten sagt, frage ich mich, in welchem Jahrhundert wir sind. Im 19. vielleicht? Ich weiß es nicht. Sí, Marlene, muchas de las cosas que nos están diciendo de Austria, lamentablemente, son también parecidas en otros lugares. Yo te escuchaba hablar y reconocía los problemas educativos, etc. Quería hablar de tu faceta como profesora de escritura creativa en ese instituto de Viena, ¿no? Quizá es un fenómeno también bastante general que hay muchos talleres, pero que las nuevas generaciones quieren ser escritores sin ser lectores,
en realidad quieren ser famosos. Y esa idea del esfuerzo, del trabajo deliberado que nos has hablado, pero ese trabajo concienzudo, cuesta mucho. A mí me cuesta mucho a veces contagiarlo. ¿Cómo ves tú eso en tu experiencia? Ja, das trifft sehr genau meine Wahrnehmung. Also es kommen Studentinnen und Studenten ins Seminar und sie haben nie was anderes gelesen als Comics oder Mangas. Ich will nichts gegen Mangas sagen. Ja? Mangas sind durchaus eine Form der Literatur. Aber ich kann nicht eine Arbeit anstreben, wenn ich mir nur irgendwie so einen Teilbereich mal rauszitzle und irgendwie alles andere beiseite lasse und weder Klassiker kenne noch Lyrik, also schon gar keine Lyrik. Wer liest denn heute noch Gedichte? Ich wasche ihnen dann meistens sehr, sehr schnell den Kopf. Das heißt, ich sage auch ganz explizit, so wird das nichts werden. Ich knalle ihnen ziemlich ernsthaft die Realität, die Lebensrealität um die Ohren, sehr hart. Und dann ist es meistens so, dass nach einem Semester von den 12, die wir aufnehmen, wir haben so kleine Gruppen, Gott sei Dank, da fallen dann 3 weg. Und das ist nicht schade. Aber davon mal abgesehen, finde ich die Arbeit mit den Studierenden, die dann bleiben, durchaus faszinierend. Es ist sehr, sehr schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Man weiß eben, also ich habe hier auch die Dissertation von mir mitgenommen, dieses weiß-blaue Buch. Und man weiß mittlerweile aus Recherchen, dass weltweit, also egal jetzt, ob das die USA ist oder Großbritannien, ja, wo es Schreiblehrgänge, Schreibstudiengänge ja seit 1890 gibt, oder ob es Länder wie Frankreich, Österreich, Deutschland sind, wo das relativ jung ist, dass von all den Studenten in so einem Schreibstudiengang reüssieren gerade mal 1%. Man würde just längst zudrehen, wenn da irgendwie nur 1% Juristen rauskäme. Zumindest das gestattet man uns noch. Es ist in Österreich immer wieder ein Kampf auch, dass das noch akzeptiert wird, dass es überhaupt noch angeboten werden kann. Und wir haben schon durchaus in den letzten Jahren ganz bewusst auch diesen Weg eben angestrebt, dass wir Kulturjournalismus mit reinnehmen, dass wir sehr stark auch in diese ganzen Randbereiche des Schreibens gehen, weil wir glauben, dass es verantwortungslos wäre, denen zu suggerieren, ach, ihr macht da jetzt mal kurz 3 Jahre einen Lehrgang, dann seid ihr die prima exzellentesten Bestseller-Autoren und lebt in Saus und Braus und seid bewundert von allen und ein Star obendrein. Das ist nicht das Leben. Igual para cerrar, no vamos a prolongar el debate. Yo creo que la charla ha sido extremadamente intensa y rica. Disculpadme, sí, que la charla digo que no vamos a prolongarlo si no hay más intervenciones. Quizá cerrar, además de agradeciendo a Frauke y naturalmente a Marlene y a todas vosotras y vosotros, recordar algo en lo que yo me he sentido muy identificada con Marlene, ¿no? Yo tengo una amiga, la conocéis, la escritora Arantxa Urreta Vizcaya, que dice que hay escritores pájaro y escritores ornitólogo. Yo siempre me he considerado una escritora ornitóloga y creo que Marlene también, por esa precisión y conocimiento de la forma, también lo es. O sea que encantada de conocer esa faceta tuya de escritora ornitóloga. Gracias de nuevo. Mañana recordaros que a las 7:30 tendremos la segunda cita del festival de este año con la periodista y escritora franco-iraní Delphine Minoui. Gracias.